Yo Leute, schön habt ihr wieder eingeschaltet. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute wieder mal eine Top 3 Liste und zwar zu den Chimera Ants. Eins möge gesagt sein, ich habe Meruem nicht dazu gepackt. Also, denn ihr wisst, safe, er wäre auf Platz Nummer 1. Aber ich glaube, das ist klar. Aber vielleicht denkt ihr, ihr werdet meine Liste sowieso kennen oder vielleicht doch nicht. Vielleicht werdet ihr ja überrascht sein. Lasst es uns herausfinden. Und wenn ihr neu seid, hinterlasst ein Abo, dass ihr auch keine Videos mehr verpasst. Lasst uns direkt loslegen, aber zuerst kommt das Intro. Kommen wir auf den dritten Platz. Da hat sich Puff verdient gemacht. Ja, Puff ist ein Badass-Charakter, ganz klar. Da müssen wir nicht drum herum reden. Aber reden wir mal vom Aussehen her. Was ich sehr interessant finde, von den ganzen Royal Guards sieht er vom Aussehen her einfach am menschlichsten aus. Also jetzt abgesehen von den Schmetterlingflügel und den Fühlen. Denn Peter ist einfach eine Katze und Yuppie, ja, sieht auch nicht gerade menschlich aus. Und Puff, das ist einfach das Spannendste für mich. Er sieht am menschlichsten aus, aber vom Verhalten ist er gerade das Gegenteil. Und ich finde, das macht ihn auch sehr interessant. Außerdem hat er einfach die perfekte Stimme. Und ja, ich weiß, er wird von vielen gehatet, wo ich auf einer Seite verstehen kann, aber storytechnisch haben sie ihn einfach perfekt eingebaut. Aber man könnte auch sagen, so treu wie er dem König ist und bis zum bitteren Ende alles dafür tut, um den König zu beschützen oder wo er halt der Meinung ist, wo er am König schaden würde, das könnte man ja auch als sehr Menschlichkeit auslegen, weil er halt den König einfach so liebt. Man hat ja auch gesehen, wie krass er drauf war. Wie gesagt, um alles zu tun, um den König zu beschützen. Er hat Peter manipuliert. Er hat mit dem König ein Spiel gespielt, das er ja nicht herausfindet. Oder sich wieder daran erinnert, wer Kumugi ist. Und das sagt schon viel aus, wenn er all das gemacht hat, wie sehr ihm der König am Herzen lag. Und ich fand, das war sehr geil inszeniert und das macht Puff einfach auch so einzigartig und er ist einfach badass und ich finde ihn sehr cool. Natürlich, es gab auch Momente, wo er mich aufgeregt hat, wo ich einfach gedacht habe, ey, wenn du dem König so treu bist, dann sag einfach die Wahrheit, ey. Sag einfach die Wahrheit. Er hat sich halt einfach verrückt gemacht und hat halt somit einfach Panik. Und deshalb dachte er einfach, er muss jetzt alles tun, dass dies sich nicht bewahrheitet. Aber am Ende des Tages konnten wir einfach auch sein Handeln nachvollziehen und verstehen. Natürlich im Moment haben wir, also ich zumindest, habe mich aufgeregt, aber am Schluss konnte ich es einfach nachvollziehen und ganz am Schluss hatte er ja auch die Erleuchtung, als er sagte, so wichtig ist ihm Kumugi. Und da hat er einfach am Ende noch die Erkenntnis und deshalb hatte ich auch am Schluss wirklich Mitleid mit ihm. Auf dem zweiten Platz haben wir wieder einen Leibwächter, und zwar Yuppie. Ja, Yuppie, das überrascht vielleicht einige. Denn auch mein erster Eindruck, ich dachte einfach, also vom Design her ist er eher schlicht gemacht. Aber ich finde ihn trotzdem vom Aussehen eigentlich cool. Ich dachte nur so von der Einschätzung her, ja, das ist einfach ein Kraftprotz mit wenig Hirn, der einfach stark ist. Und ja, da gibt es ja schon einige Charaktere zu. Aber ich muss sagen, da habe ich mich wirklich, wirklich getäuscht in ihm. Denn ich finde seinen Charakter cool und ja, man hat sie einfach auch gesehen im Kampf gegen Knuckle und auch gegen Jude. Er hat
wo er sich einfach über eine Taktik überlegt hat, um Knuckle reinzulegen. Da hat man einfach gesehen, dass er auch taktisches Geschick hat. Und was ich halt auch krass fand, und da hat er bei mir einfach Pluspunkte gekriegt, als er Shoot besiegt hat, wo er K.O. war, hat ihn nicht getötet. Und auch am Ende des Kampfes hat er die anderen einfach verschont und ist auf den Deal eingegangen, der ihm Knuckle angeboten hat. Und das hat einfach wieder Menschlichkeit gezeigt. Das hat einfach wieder Menschlichkeit gezeigt, denn man könnte ja sagen, wenn er gesagt hätte, es geht rein um den König zu beschützen, dann hätte er doch einfach alle getötet, auf safe. Und auch Shoot, als er am Boden lag, hätte ihn auch wirklich getötet, um jedes Risiko auszulöschen. Und ja, deshalb dort hat er für mich enorme Pluspunkte gekriegt. Und ich mag Yuppie einfach generell. Und deshalb für mich verdient auf dem zweiten Platz. Für mich wirklich verdient. Und auch was natürlich sehr, sehr cool, was ich cool fand, war natürlich seine verschiedenen Transformationen. Das fand ich auch ziemlich nice. So Leute, jetzt kommen wir zum ersten Platz. Und das ist ein Charakter, den auch für mich persönlich mein zweit Lieblingscharakter aus ganz Hunter x Hunter ist. Und das ist wieder eine Leibwache, und zwar Neferpito. Ja, Neferpito finde ich halt schon vom Design ziemlich geil. Halt, dass dieses Katzige, das mag ich. Und halt dieser Mantel. Also ich finde ihn einfach mega cool. Und der erste Auftritt war einfach auch sehr geil inszeniert. Mit der Aura und mit der musikalischen Untermalung. Also diese Szene habe ich einfach sehr gefeiert. Die habe ich richtig, richtig gefeiert. Und ja, sie ist einfach eine Maschine. Sie ist ein Monster. Und als sie auch Kai den Arm abgehakt hat, dachte ich nur, what the fuck, was geht denn hier ab? Also, vom Screentime, finde ich, hat sie wirklich coole Sachen bekommen. Sie ist natürlich ganz, ganz krass ein badass Charakter. Aber auch aus diesen Gründen, liebe ich sie. Aber ja, sie ist auch ihre Nennfähigkeiten, also zum Beispiel halt diese Heilfähigkeit, die halt einfach sehr selten ist, die finde ich ziemlich cool. Und halt diese Puppenspiele, den finde ich auch, ist sehr cool gemacht. Und sie hat einfach halt auch so viele Facetten. Zum Beispiel halt, sie kann eiskalt sein. Sie ist ein Monster, das wissen wir. Aber auf der anderen Seite hat sie auch wieder die menschliche Seite, wo wir auch wieder mitgefühlt haben. Zum Beispiel, als der König ihr sagte, Heile Kumugi, Pito, ich verlasse mich auf dich. Und dann, als ihr die Tränen die Wangen runterrollte, also das fand ich richtig, richtig emotional. Und ich glaube, sie hat auch gar nicht gecheckt, warum, was das ist, dieses Gefühl. Dieses wahnsinnige Gefühl, das halt ihr den König gegeben hat, das war was ganz Besonderes. Und ja, am Ende des Tages hat sie auch fürs Beschützen gekämpft. Also nicht um jemanden zu töten oder in die aggressive Offensive zu gehen, sondern zu beschützen, was ja in vielen Fällen eigentlich die Protagonisten machen. Und deshalb ist das schon was Besonderes. Und ja, als sie halt dann gestorben ist, tat es mir richtig weh. Und ich war natürlich sehr gehypt auf diesen Kampf. Aber ja, wir wissen ja, wie er geendet ist. Und ja, das ist meine Top 3 Liste. Natürlich waren alle drei Leibwache dabei. Aber ich kann mir vorstellen, dass ihr eine andere Reihenfolge erwartet habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine gute Bewertung freuen. Und mich würde interessieren, wie ist eure Reihenfolge? Was ist euer Top 3 der Chimera Ants? Schreibt mir das auf alle Fälle in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Dann würde ich sagen, das war's vom Video. Dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir wieder ein Hunter x Hunter Video bringen. Hier auf diesem Kanal. Euer Meruem Boy.